Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Sonntag, den 4. März. Plätze, Straßen, Gebäude. Zahlreiche davon sind in Nienburg nach Frauen benannt. Am Weltfrauentag, am 8. März, bietet Barbara Breiding-Vöbel in Nienburg eine Stadtführung zu Frauenorten an. Erstmals dürfen bei den Kirchenvorstandswahlen am kommenden Sonntag auch schon Gemeindemitglieder ab 14 Jahren abstimmen. 30.000 Mitglieder der evangelischen Kirche sind im Kirchenkreis Nienburg aufgerufen, ihre Kreuzchen zu machen. Am kommenden Freitag lebt in der Nienburger Innenstadt die Gassenhauer Party mit Live-Musik in verschiedenen Restaurants und Kneipen wieder auf. Das Deutsche Haus in Hassel war eine feste Institution, nicht nur im Norden des Landkreises Nienburg. Es war nicht nur ein Gasthaus, sondern auch eine Kultdiskothek. Zwei Chöre treten in der Nienburger Kreuzkirche auf. Liedschlag und Chor davor singen unter dem Titel Liebestoll. Zum Sport. Die Bundesliga-Handballer von GWD Minden spielen am Montagabend in der Nienburger Mehrbachhalle für den guten Zweck. Das Oberligateam der HSG Nienburg freut sich mit Initiator Günther Tonn auf den Abend und auf reichlich Spenden für die ALS-Forschung. Diese und viele weitere Themen liest ihr in der Hake am Sonntag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.